Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich bin der Mo und heute geht es um den Orbit der internationalen Raumstation ISS. Viel Spaß! Der eine oder die andere wird es mitbekommen haben, ich bin gerade zum ersten Mal Papa geworden. Allen geht's gut und wir genießen das junge Familienglück in vollen Zügen. Um euch nicht ganz auf dem Trockenen sitzen zu lassen, wenn ich jetzt mich ein bisschen mehr der Familie widme und mir eine kleine Elternzeit gönne, haben sich ganz liebe Menschen aus dem Hashtag TeamSpace angeboten, auf Senkrechtstarter für Vertretung zu sorgen. Tausend Dank an diese Mega-Community. Heute macht Toni von Mondgeflüster den Anfang. Wenn ihr Mondgeflüster nicht kennt, unbedingt abonnieren. Toni ist unser Apollo-Ära-Spezialist, aber wie wir alle auch einfach Raumfahrt begeistert. Und so gibt es neben Videos zur Saturn V, Skylab und dem Gemini-Programm auch Videos über das SLS oder eben die ISS. Was uns zum Thema der heutigen Episode bringt, der Orbit der ISS. Das Thema ist natürlich gerade besonders aktuell, da wir ja einen Waffentest im niedrigen Erdorbit hatten, der auch für die ISS eine Bedrohung darstellte. Der Antisatellitentest, also Waffentest kurz ASAT, durch Russland am 15.11. hat in der Community einen großen Aufschrei ausgelöst und auch weltweit seinen Weg in die Nachrichten gefunden. Und das meiner Meinung nach völlig zu Recht. Ich hoffe inständig, dass das Thema Weltraumschrott und Waffentests im Weltraum jetzt endlich die Aufmerksamkeit bekommt, die das Thema verdient. Und wenn du dir jetzt vielleicht denkst, ach, wäre doch vielleicht gar nicht so schlecht, wenn da oben ein bisschen Kessler-Effekt aufräumt und wir uns mehr auf die Probleme auf der Erde konzentrieren. Also ich glaube, ja, sollten wir die erdnahen Satelliten verlieren, würde unsere Zivilisation vor ganz anderen Problemen stehen, ja, deren Ausmaß nur schwer zu greifen sind. Mittlerweile weiß man auch ein bisschen mehr über den Test. Leider nicht durch Informationen aus Russland, sondern durch internationale Beobachtung von der Erde aus. Demnach sollen nicht ganz so viele Schrottteile produziert worden sein, wie befürchtet. Trotzdem wurden Schrottteile produziert, die auch potenziell der ISS gefährlich werden können. Die größte Gefahr geht aber dabei gar nicht von den großen Stücken aus, die man jetzt schon katalogisiert hat, sondern besonders von den Stücken, die man bisher noch nicht entdeckt hat, beziehungsweise auch Stücke, die so klein sind, dass man sie auch nie entdecken wird und die trotzdem einen immensen Schaden verursachen können. Müssen wir nicht weiter drüber reden. Weltraumschrott ist Mist. Alles, was hochgebracht wird, muss in Zukunft kontrolliert wieder entsorgt werden. Und Waffentests im Orbit gehören verboten, weil sie den Zugang zum Weltraum für die gesamte Menschheit ohne jede Notwendigkeit aufs Spiel setzen. Jetzt aber zu Tonys Beitrag für Senkrechtstarter, der ISS-Orbit und warum er so gewählt wurde, wie er nun ist und ob man die ISS nicht vielleicht mit dem Starship in einen Mondorbit schieben könnte. Wenn dir das Thema heute gefällt, dann lass Toni und dem Video doch gerne einen Like da und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine weitere Folge über Weltraumtechnik verpassen möchtest, genau, abonniere gerne meinen Kanal, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter und samstags immer meine Raumfahrt-News. Außerdem Specials wie Livestreams, Talks und Best-of. Ja, die Zukunft der Raumfahrt wird unglaublich und wir können live dabei sein, hier auf Senkrechtstarter oder bei Toni auf Mondgeflüster. Black Friday. Auch wir surfen mit unserem Merchandise-Shop Warespace diese Konsumwelle mit. Auf Warespace bekommt ihr exklusiv euer Merchandise von Mondgeflüster, Marschroniken und Senkrechtstarter. Dieses Wochenende hauen wir ausgewählte Artikel zum Sonderpreis raus. Die Black Friday-Aktion läuft noch bis einschließlich Montag, den 29.11. Moin, mein Name ist Toni, schön, dass du da bist und herzlich willkommen bei Senkrechtstarter und danke an Mo für die Einleitung. Ja, da Mo jetzt ein Senkrechtvater ist, stehen wir ihm ein wenig zur Seite in dieser einmaligen und sehr aufregenden Zeit, um ihn etwas zu entlasten. Hashtag TeamSpace. Daher dürft ihr heute mal wieder in einem Teil des Videos mit mir Vorlieb nehmen. Vielen Dank an der Stelle an Eneas, der hier großartige Arbeit beim Skript geleistet hat. Ja, zunächst einmal hat der ISS Orbit mehrere Anforderungen. Als guter Kompromiss wurde ein Orbit mit minimaler Höhe von 370 km und einer maximalen Höhe von 460 km bei einer Neigung zum Äquator von 51,6 Grad angesehen. Die 370 und 460 km beschreiben aber nicht die Höhenschwankung eines einzelnen Orbits, sondern das Minimum und Maximum über die Lebenszeit der ISS. Über die letzten 20 Jahre aber schwankten die Höhen der ISS auch außerhalb der genannten Höhen. Wieso? Dazu komme ich später. Der Unterschied zwischen Perigeum, also dem niedrigsten Punkt eines Orbits um die Erde, und dem Apogeum, dementsprechend dem höchsten Punkt bei einem einzelnen Umlauf, betragen etwa 20 Kilometer. Die letzten Jahre ist die Höhe relativ stabil bei etwa 420 Kilometer. Aber warum ist der Orbit genauso gewählt? Nun, die Bahnneigung ergibt sich daraus, dass die ISS vornehmlich eine Kooperation von Russland und den USA ist. Russland liegt weiter über dem Äquator als die USA und kann deswegen nur Orbits starten, die mindestens 46 Grad geneigt sind. Der Wert von 51,6 Grad wurde deshalb gewählt, weil Russland einen Überflug über China verhindern und sicherstellen wollte, keine Stufen über bewohntem Land abwerfen zu müssen.
Diese Bahnneigung führt aber dazu, dass in bestimmten Zeiten ums Jahr die ISS sehr viel Sonne pro Orbit abbekommt. Das hat dazu geführt, dass es bestimmte Intervalle gab, in denen sie nicht vom Space Shuttle angeflogen werden konnte, da selbiges sonst überhitzt worden wäre. Was die Höhe des Orbits betrifft, wird es etwas komplizierter. Um Treibstoff für die Versorgungsflüge zu sparen, will man eigentlich deutlich niedrige Orbits anfliegen. Allerdings hört die Atmosphäre der Erde nicht schlagartig auf. Deshalb hat man selbst in 200 Kilometer Höhe noch eine ganz dünne Gasschicht. Nun nimmt der Reibungswiderstand zum Beispiel durch Luft im Quadrat der Geschwindigkeit zu. Um in einem 200 Kilometer hohen Orbit zu bleiben, brauchen wir ca. 28.000 Kilometer pro Stunde. Die paar Atmosphärenmoleküle sorgen aber dank diesem physikalischen Sachverhalt dafür, dass Raumschiffe so stark abgebremst werden, dass sie schon nach 3 Wochen wieder in die Atmosphäre eintreten würden. Das heißt, die Atmosphäre bremst das Raumschiff um etwa 40 Meter pro Sekunde innerhalb von 3 Wochen ab. Davon bekommt die Besatzung an Bord aber nichts mit. Würde ein Besatzungsmitglied aber mit derselben Geschwindigkeit in einem Sportwagen in der Atmosphäre auf Meereshöhe unterwegs sein, dann würde dieser es mitbekommen. Mal abgesehen davon, dass das Fahrzeug bei der Reibungshitze in Sekundenbruchteilen vollständig verdampfen würde, würde das Ganze bei der rund 1700-fachen Erdbeschleunigung passieren. Wow, der Tod käme schnell. Naja, ich schweife ab. Ja, ich weiß, das ist Moritz-Satz, aber da ich hier auf seinem Kanal bin, darf ich das. Wie dem auch sei, dass die ISS nun höher fliegt als 200 Kilometer, hat genau damit zu tun. Man will einfach nicht zu viel Energie aufwenden, um den Orbit zu halten. Aber selbst auf rund 400 Kilometer verliert die ISS dennoch jeden Monat ca. 2 Kilometer an Höhe durch die atmosphärische Reibung. Deshalb werden regelmäßig die Triebwerke des Schwestermoduls angelassen, um das zu korrigieren oder Weltraumschrott auszuweichen, weil solche gefährlichen Antisatellitenwaffentests, die durch Mo thematisiert wurden, durchgeführt werden. Eine Bahnkorrektur kann aber auch extern durch Progress oder Soyuz-Module geschehen. Selbst die Space Shuttle haben solche Korrekturen durchgeführt. Pro Jahr werden dazu über 7 Tonnen Treibstoff benötigt. Zu hoch will man aber auch nicht, denn dann würde die Weltraumschrottdichte einfach zu stark werden. Auch der Schrott wird aber dank der ganz dünnen Atmosphäre in der Höhe nämlich nach und nach wieder aus dem Orbit gebremst. Man müsste in einem höheren Orbit also viel zu häufig ausweichen und da das nicht immer möglich ist, würde das Risiko von Schäden trotzdem zunehmen. Ja, aber warum schwankt der Orbit über die Lebenszeit so stark? Nun, das hat wiederum mit dem Zyklus der Sonnenaktivität zu tun. Diese führt dazu, dass die obere Atmosphäre mal etwas wärmer und mal etwas kälter ist. Deshalb schwankt diese Dichte. So verändert sich der Reibungswiderstand für die ISS und den Weltraumschrott. Deshalb passt man den Orbit im Rahmen dieses Höhenunterschieds je nach Sonnenaktivität an. Die Höhe der ISS ist aber auch durchaus abhängig davon, welche Trägerrakete zur Verfügung steht und welche Nutzlasten zur ISS gebracht werden sollen. Denn jedes Kilo Nutzlast liefert sich immer einen harten Kampf mit dem zur Verfügung stehenden Treibstoff. Daher wurde zu Shuttle-Zeiten die Höhe der ISS mitunter abgesenkt, damit höhere Nutzlasten zur Station gebracht werden konnten. Halten wir fest, die Hauptfaktoren für den Orbit der ISS sind Russland als Mitbetreiber der ISS, eine nicht zu hohe atmosphärische Reibung, welche einen angemessenen Treibstoffverbrauch garantiert, Nutzlastkapazität der Raumtransporter, die Sonnenaktivität und eine Minimierung von Kollisionsgefahr mit Weltraumschrott. Ja, abschließend nochmal ein spekulativer Blick in die Zukunft. Was könnte man mit der ISS mal machen, wenn sie vermutlich Ende dieses Jahrzehnts ihr Lebensende erreicht hat? Manche Stimmen sagen, wir sollten sie mit Hilfe des Starships wieder zurück auf die Erde bringen. Eigentlich eine prima Idee. Oder wir schießen sie zum Mond. Ihr glaubt nicht, dass das gehen könnte? Oh doch. Die ISS wiegt etwa 440 Tonnen. Das ist verdammt viel, aber um die ISS Richtung Mond zu schießen, braucht es etwa 3,2 Kilometer pro Sekunde. Zusätzlich braucht es dann nochmal 0,9 Kilometer pro Sekunde, um sie in einen Orbit um den Mond zu bringen. Starship, selbst 100 Tonnen schwer, bräuchte dazu inklusive eines Gestells, was die Station bei den Manövern stützt, knapp 1200 Tonnen Treibstoff. Also einmal volltanken im Orbit würde reichen. So viel könnte in Zukunft also möglich sein, wenn das Ding endlich mal funktioniert.
Wie siehst du das? Schreib doch mal deine Meinung gerne dazu in die Kommentare. Wenn du übrigens schauen möchtest, ob sich die ISS gerade über Deutschland befindet, pack dir Mo sicher gerne den Link vom Tracking mit in die Videobeschreibung. Und damit wären wir durch. Ich hoffe, ihr geht nicht zu hart mit mir ins Gericht, der Moritz ist schon eine hohe Messlatte. Von mir auch nochmal alles Gute zur Vaterschaft und alles Glück für deine kleine Familie. Und damit gebe ich zurück an den Chef von diesem Kanal. Vielleicht mal bis bald. Tschüss. Vielen Dank, Toni, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das auf Senkrechtstarter zu erklären. Ich freue mich schon riesig darauf, mal mit dir nach Peenemünde zu fahren und die Anfänge der Raketentechnik zu besichtigen. Wenn ihr Toni und Mondgeflüster so cool findet, wie ich das tue, dann lasst dem Video gerne ein Like da und vor allem abonniert Tonis Kanal Mondgeflüster. Großes Dankeschön geht auch an die hunderten Glückwünsche zu meiner Vaterschaft. Ich habe mich riesig über eure lieben Nachrichten und Tipps fürs Vatersein gefreut. Besonderer Dank geht auch an alle meine Schutzengel, die mich durch eine Patreon- oder YouTube-Kanalmitgliedschaft monetär unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr macht diesen kleinen, aber feinen deutschen Nischenkanal möglich und helft mit, die Menschheit für Raumfahrt zu begeistern. Wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, genau, abonniere gerne meinen Kanal, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter und samstags meine Raumfahrt-News. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir gerne ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.